Ja, muss wissen, wer der Babo ist. Hallo, hallo, hallo. Weiter geht's mit Shakes and Fidget. Willkommen dazu. Ich bin der wunderbare Lars und mir geht es wunderbar. Ich hoffe, es geht euch auch wunderbar. Das Einzige, was ich bin ein bisschen müde, weil ich vom Sonntag auf Samstag nicht ganz... von Sonntag auf Montag nicht ganz so viel geschlafen habe. Von daher, ich bin ein bisschen angeschlagen. Deswegen schmeißt er was ins Klo. Und hätte wir ein EP, könnten wir jetzt spülen. Besitzen wir aber nicht. Oder wollen wir einen Kilo Mart hineinschmeißen... Und wollen uns dann ein Epic rausziehen, haben keine lustige Klospülspiel gemacht, aber können etwas Wunderbares bekommen. 795, ich würde sagen, ich schmeiß die Kacke einfach rein, bevor es einfach hier mal komplett kommt. Weißt du was, YOLO, rein mit der Scheiße. Können spülen, Aura 21, Leute. Aura 21. Erstmal schauen, was denn das wunderbare Buch hier hat. Das hat nämlich eine Waffe. Von daher schmeißen wir die Intelligenzwaffe hinein. Weg mit dem ganzen Scheiß. Dann gehen wir nochmal aufs Klo und spülen jetzt mal eben. Und wir werden jetzt das unglaublich beste Item bekommen, was es gibt. Und zwar ein Epic. Warum, warum bekommen wir ein Epic? Weil man ab Aura 18, glaube ich, immer ein Epic bekommt, was, glaube ich. Und wir bekommen... Wir bekommen einen Ring. Mit einem Glücksring, einen Boxring. Lustigerweise ist er in Wirklichkeit eckig. Ja, das hätte ich auf jeden Fall nicht erwartet. Das Geile ist, einen Glücksring bekommen wir aus dem Klo. Es hat sich gelohnt, jahrelang etwas ins verfluchte, dreckige Klo zu schmeißen für diesen verdammten Scheiß. Meine Fresse, ich könnte jetzt losrennen und irgendwelche Leute abklatschen, beziehungsweise vergewaltigen und dann in den Keller sperren. Aber es geht nicht. Meine Fresse, wie kann man so einen Scheiß... Oh, mein Mount läuft bald ab hier irgendwie, das gefällt mir gerade gar nicht. Erstmal zum Stall gehuscht und hier mal verlängert, wunderbar. Verlängern, habe ich gesagt. Arena-Kampf gegen den alten Typen hier, gewonnen, wunderbar. Und warum habe ich nicht so viel auf Server 30? Aber da gibt es bald ein Update, beziehungsweise, wer habt ihr schon gesehen? Ich habe da ein bisschen Sammelalbum gepusht, ne? Hier ist alles wunderbar. Angriffe schreibt jemand, ich lerne mir die ganze Scheiße hier. Ihr seid alle scheiße, mal was ihr hier schreibt. Nein, natürlich nicht. Ihr könnt gerne weiter in Kommentare schreiben auf Server 22. Ich werde diese dann auch lesen und ich werde wieder einige auch vorlesen im Livestream. Eigentlich in der Aufnahme, wollte ich sagen. So, das kann auch noch eigentlich weg, oder? Ne, warten wir noch. Wir gehen dann erstmal auf den Charakter und skillen Geschick. Geschick ist immer gut und ein bisschen Ausdauer. Werden wir jetzt Geschick und Ausdauer wieder pushen. Arena-Kampf hatten wir schon Rang 20, nicht ganz so top, aber ist in Ordnung. Übrigens, am Wochenende ist Epic-Event, da werde ich auf jeden Fall etwas blättern auf Server 22 Tor. Und Server 23 Tor wird dort geblättert. Ich hoffe, es freut euch, wenn ich auf den beiden Servern blättern werde. Und das werde ich auf jeden Fall machen, weil es ist unglaublich, unglaublich, nice, neue Epics zu bekommen. Die halten auch ziemlich lange auf den Servern, von daher werde ich dann blättern. Hier schaffen wir den Kollegen leider nicht. Ich muss mir gerade ein bisschen beeilen, denn es ist zeitlich gerade sehr, sehr knapp. Denn ich muss noch was aufnehmen und ich muss auch gleich noch was machen. Und sonst schaffe ich das nicht mehr und ich muss auch wieder um 2 Uhr aufstehen. Ne? Also nicht 2 Uhr nachmittags, sondern 2 Uhr in der Nacht. Also ganz ruhig, Leute. Wir beeilen uns mal ein bisschen und schmeißen einen Brustpanzer rein, den wir nicht haben. Von daher schmeißen wir hier einfach mal nichts hinein. Hier können wir nicht spülen. Aura 19 haben wir hier am Startserver 23, wo ich zurzeit Rang 4 binne. Rang 4 binne. Denn Lars ist Binne, nein, Rang 4 bin ich zurzeit, was ich sehr, 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 sehr... Nice. Ich glaube, ich war noch nie so hoch. War ich schon mal Rang 4 auf dem Server? Ich glaube nicht. Wir sind sehr, sehr hoch zurzeit, was mir sehr geil gefällt. 3 kleine Pisstränke. Meiner Meinung nach sollte man die Tränke immer noch rausnehmen ab einem bestimmten Level. Und mit Stufe fast 300 sollte man nicht so kleine Pisstränke bekommen, die man eh nicht braucht. Okay, dann eben nicht. Ja, Klo waren wir, Arena-Kampf machen wir gleich. Erst skillen, bevor er, damit wir ein bisschen mehr Damage machen und skillen Intelligenz. Intelligenz und ein bisschen Ausdauer und Glück neben Attribute. Arena-Kampf, wir pushen uns auf Rang. Nein, Rang 6, schaffen wir nicht höher. Nein, okay, die ist auch ein bisschen hart da oben. Wir schauen mal eben. Ich bin Stufe 292, ich bin ja nicht gut dabei. 301, ich müsste überlegen, wie lange ich bei den Zuschauern war. Ist natürlich eine geile Gilde, werde ich auch bald Rage-Hilfe geben. Habe ich schon seit Jahren gesagt, kommt noch bald, Biffer, kommt noch. Und das, was du bei LOL mir geschrieben hast, kommt auch noch. Ausländische Server, spielst du da irgendwo? Ich spiele auf Server 2 UK, ich spiele auf Server 8 US, gerade zur Zeit nicht im Livestream und ich spiele auf Server 2 UK, hatte ich schon, und auf Server 2 SK, genau. Da spiele ich überall. Zurzeit aktiv. Betreff der Roller. Backst du mir ein Eis? Natürlich backe ich dir ein Eis. Ich liebe Eis und deswegen werde ich dir eins backen. Bin großer Fan, hätte eine kleine Bitte. Ob du mir einen kleinen Tipp geben könntest bezüglich den Dungeons. Also ich hänge jetzt schon seit einiger Zeit an den 99 Dungeons Krieger. Ist leider so. Krieger ist ziemlich hart. Der 99. Dungeons allgemein sind als Krieger die Dungeons doch ziemlich krasser. Also ich kann jedem eigentlich empfehlen,
aus meiner Erfahrung, wenn ihr kein 300 Alu-Char seid, spielt bitte kein Krieger, denn Krieger ist doch ein bisschen pilzintensiver und ein bisschen mehr skill-lastig wie alle anderen. Von daher würde ich da keinen Krieger empfehlen. Du musst einfach durchhalten, du musst so viel skillen, wie es geht. Du musst so viel raushauen, du musst den... Oh Gott, ich habe meinen Begleiter nicht geskillt. Lars, du bist so... So dumm, ich komme deswegen gegen den Kopf. Nice. Oh, das war falsch, Entschuldigung. Dort war es schon besser, haben wir es nicht, wir sind so dumm. Ich muss meine Begleiter skillen beim letzten Mal. Entschuldigung, habe ich vergessen, ich bin der größte Vollidiot EU. Von daher ist es alles noch im grünen Bereich. Ja, 99 hängst du fest, musst halt skillen, musst du reinhauen, musst ein paar neue Items raussuchen. Du musst ein bisschen Gas geben, ne? YOLO, läuft, ne? Nein, du musst durchhalten, es ist einfach so. Oder dir ein paar Pilze aufladen und ein paar mehr Tries versuchen. Rang 7 sind wir noch, ist okay. Server 2 UK erstmal aufs Klo gehuscht. Beziehungsweise erstmal zur alten Schlampe gehen. Zur alten Hexe. Wo ist denn das Buch? Das finde ich ja nie. Kopfbedeckung. Haben wir eine Kopfbedeckung? Wir haben eine für 10 Pilze. 10 Pilze Kopfbedeckung. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die 10 Pilze kostet. Weil wenn die Hexe eine Kopfbedeckung braucht und eine natürlich im Waffenladen ist, kostet sie natürlich so viele Pilze. Was denn sonst? Minimales Update. Scheißegal. Schmeiß ich eh ins Klo. Was haben wir denn hier? Tränkemäßig fehlt uns nichts. Wir haben wunderbare 3 XXL-Tränke, was ich sehr, sehr geil finde. Das kann er weg, der alte Scheißhaufen, obwohl Intelligenz, kann das einer kann das jemand begleiten? 300, 400. Wunderbar, bekommt ein Stück Scheiße. Das ist schon mal sehr schön, den Rest verskillen wir dann. Nein, wir dürfen nicht skillen, Lars, wir müssen unsere Begleiter skillen. Unbedingt Begleiter skillen. Wunderbar, der ist schon mal auf Maximum, der nicht. Arena-Kampf gegen Mina, gegen die alte Mina mit ihrem Wischmob. Bitte geh. Ich bin Rang 180, was übrigens sehr, 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 sehr... finde. Nice. Natürlich, das war übrigens der falsche Knopf, Entschuldigung. Ich bin so durch im Wind, ich bin so verflucht auch mal müde, Entschuldigung. Gilde verlassen finde ich nicht ganz so gut, aber naja. In der Post, was geht da ab? Was geht denn jetzt hier ab hier? Bandicam, schreibt jemand. Bandicam kostet 40 Euro, lohnt es sich zu kaufen. Welche Vorteile hat man damit? Ich habe mir Bandicam original gekauft, habe einen originalen Key für 40 Euro. War das 40 Euro? Wenn ja, 40 Euro, war das wirklich 40 Euro? Finde ich ziemlich billig, auf jeden Fall. Waren das nicht sogar weniger? 35? 38? Ich kann mich gerade nicht an 40 erinnern, dass es eine gerade Zahl war. Auf jeden Fall, Bandicam war sehr, beziehungsweise ist sehr, sehr gut. Der Vorteil ist, du kannst in Bandicam alles aufnehmen. Ist schon mal ein Vorteil. Ich sag klar, du kannst genauso gut aufnehmen wie mit Fraps und genauso gut aufnehmen wie mit Dextory. Du kannst jeden Codec da reinladen, das ist ohne Probleme möglich. Du hast sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, du kannst Screenshots machen, natürlich auch. Ebenso kannst du, das ist quasi Fraps und Camtasia in ein ist Bandicam, damit du kannst, so wie ich jetzt gerade mache, nur eine bestimmte Szene bzw. einen bestimmten Bereich aufnehmen. Ich schneide das hier schon. Doch, ja, ich schneide es doch schon. Aber... Beziehungsweise ich habe quasi eine Maske, wo ich alles vorfertige bei Sony Vegas. Da schiebe ich nur das Video rein, dann ist die Maske fertig und ich muss dann quasi nur rendern. Aber man kann auch einstellen, dass man in einem bestimmten Bereich wie bei Camtasia aufnimmt. Man kann also eine Bildschirmaufnahme machen oder eine Ingame-Aufnahme. Ist ein Unterschied. Das ist ein sehr großer Vorteil. Du kannst hier einen Codec reinladen und so weiter. Du siehst immer, wie lange du aufnimmst und du siehst, wie viel Speicherplatz du noch frei hast und wie groß zurzeit die Datei ist. Das bedeutet, du hast sehr, sehr viele Informationen in diesem kleinen Fenster. Ich kann es ja mal reinschieben. Hier, Moment, da seht ihr mal Bandicam. Da ist das Bandicam. Man sieht es, ich nehme gerade auf und zwar hier. Ziel habe ich hier dieses Auswahl auf Bildschirm. Das bedeutet, das hier ist quasi, was ich jetzt gerade aufnehme, also Bildschirm aufnehme. Das hier ist Ingame aufnehmen. DirectX OpenGL. Aufnahme bei Video hier habe ich Start, Stopp habe ich Plus, Minus. Hier Mauszeiger verstecken habe ich natürlich nicht gemacht und Mauszeigereffekt habe ich auch keine. Videoformat nehme ich gerade 1080p auf und also ich nehme meinen ganzen Bildschirm auf und später schneide ich das, aber du kannst auch nur einen bestimmten Bereich, zum Beispiel nur diesen Bereich kannst du aufnehmen, wie du möchtest. Audio und so weiter, man kann auch hier bei Allgemein Bild und Bild kannst du hier noch Screenshots einstellen, bei Allgemein kannst du einstellen, wo es gespeichert wird, unter D, Fraps wird es gespeichert. Es wird einfach bei, unter Fraps bei mir gespeichert, ich habe es einfach so in den Ordner immer noch am Start. Und unten seht ihr noch hier, Aufnahme. Wie lange? Zurzeit 9 Minuten. Könnt ihr auch im Video nachschauen, obwohl das Intro wurde vorgeschaltet, deswegen ist es ein bisschen länger. Und hier sieht man noch da quasi, wie viel MB es zurzeit hat. Es ist nicht groß. Ich nehme 1080p auf eine Bildschirmaufnahme. Es ist nicht groß. Und ich habe noch 653 GB frei auf Laufwerke D. So sieht das Ganze aus. Und Bandicam finde ich ein unglaublich gutes Programm für diesen Preis sehr, sehr gut. Und zurzeit mein Lieblingsprogramm. Ich nehme alles mit Bandicam auf. Alles. Ich nehme alles mit Bandicam auf und ich kann es jedem empfehlen. Meiner Meinung nach das beste Programm, alleine weil man sieht, wie lange man aufnimmt.
aufnimmt, der Lars, boah, ich kann heute nicht sprechen, Entschuldigung, wie lange man aufnimmt und natürlich die Größe und so weiter, und das ist richtig geil. Natürlich für Leute, die nur einen Bildschirm haben, ist es blöd, man sieht dann nicht, wie lange man aufnimmt. Aber ich habe zwei Bildschirme, ich habe immer rechts da Bandicam offen, wenn ich aufnehme, und dann sehe ich das halt. Das sind die Vorteile, die ich am Bandicam sehe, und deswegen benutze ich das Ganze auch. So, den Rest verskillen wir noch, scheißegal, und gehen dann mal kurz in den Dungeon und versuchen die Fee umzuklatschen, obwohl wir das nicht schaffen werden, denn wir haben unsere Begleiter nicht auf das Maximum geskillt, von daher ist das Ganze noch im grünen Bereich, aber sie geht so langsam runter, was mir ziemlich gut gefällt, also sie ist so langsam machbar, wenn wir unsere Begleiter noch hochskillen, ist sie machbar. Server 24, erstmal in den Zauberladen, ab zum Büchlein. Hier haben wir dann einen Brustpanzer, den wir hier auch haben. Deswegen erstmal hier hin. Ich habe ja letztens gespielt, also gestern, und habe dort dann eine Brust bekommen. Und zwar diese hier, das Drachenkostüm der Flauschigkeit. Macht richtig Eindruck. Natürlich macht es das. Wunderbar und ziemlich nice. Ja, ja. Was haben wir denn hier? Irgendwas mit Geschick, was wir gebrauchen können? Geschick, da haben wir einen Trank. Geschick, Geschick. 381, nein, kein Update. Entschuldigung. Waffenladen, Geschick. Geschick, ein neuer Bogen, nein, da ist Intelligenz drauf, 364, nein, ich habe einen Epic-Arena-Kampf, nein, erst nochmal skillen. Ich habe noch was vergessen, was noch ein sehr, sehr, sehr großer Vorteil ist von Bandicam. Man muss nicht schneiden, beziehungsweise man kann Pause drücken. Man drückt Pause und nach der Pause nimmt man einfach weiter auf und die Datei bleibt gleich. Also es ist immer noch eine Datei, die zusammenhängt, man hat einfach nur quasi Pause gemacht bei der Aufnahme. Und noch ein Vorteil ist, man kann einstellen, dass man die Audiospur von dem Mikrofon in einer Extraspur hat und nicht gemischt mit dem Ingame-Sound, was auch sehr geil ist. Also Bandicam, I love you so much. Willst du mit mir Kinder zeugen? Wenn ja, komm doch bitte her. Ich verlängere mal den Kollegen hier. Ist doch hier der Richtige, ne? Ja, natürlich haben wir hier einen Tiger. Junge Lars, 100 Alu, Mann, hast du nur einen Tiger. So, ab zur Gilde. Was ist hier los? Kein Angriff, hey Zuschauer, danke für die Einladung. NP, my friend, NP. Den Rest gehen wir dann nochmal auf Geschick. Geschick, Geschick, Geschick. Arena-Kampf gegen den Bob the Master. Hallo Bob the Master, ich hab dich besiegt, alles klar. 91% Sammelalbum auf dem 100 Alu-Server finde ich sehr, sehr nice. Dann gehen wir nochmal hier rein und versuchen den Kollegen hier, der leider gerade nicht fällt. Weiter geht's mit Server 27, hier auch erstmal in die Klo. Kuxu in die Klo, musst du Ring haben. Habe ich Ring hier? Ist nicht kein Ring. Gerade ist kein Ring hier, deswegen können wir nicht. Intelligenz? Intelligenz 320 habe ich schon, von daher brauche ich das nicht. Waffenladen, Intelligenz? Intelligenz? Keine Intelligenz, okay. Den Trank nehme ich. Uns fehlt noch ein großer Intelligenztrank. Ich blätter einmal, just for fun. Und bekomme einen Trank des ewigen Lebens, leider für Pilze. Schade. 316. Das ist ein Update, also haben wir auch was für die Hexe. Wunderbar. So, ich wusste das natürlich. Was kommt hier danach nochmal? Intelligenz 312, scheißegal, immer ist es besser, wunderbar. Dann gehen wir nochmal auf den Zauberladen. Da, blub, blub, ab zur Post, ab zur Gilde. Haben wir einen Kampf gegen Walking Dead 2. Wusstet ihr schon, dass bei Walking Dead noch nie der Begriff Zombie vorgekommen ist? Es gibt so viele Folgen und es wurde noch nie das Wort Zombie bei The Walking Dead gesagt. Ja, ist auf jeden Fall ein Fakt, den alle interessieren auf jeden Fall. Wusstet ihr das schon? Wenn ja, seid ihr unglaublich. Nice. Ich wusste es nicht, hab's letztens gehört, deswegen, ich weiß nicht, bei irgendeinem YouTube-Video auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, obwohl ich Walking Dead eh nicht gucke. Naja, ich greife mal den Kollegen an, den ich auch nicht schaffe, obwohl es schon ziemlich knapp wird. Und wir machen weiter auf den nächsten Server, das wäre Server 2 SK, nicht UK. Dort habe ich die Alu fertig gespielt, habe ein paar Pilze aufgeladen, wie man sieht. Ich habe 126 Pilze aufgeladen, hab ein bisschen Gas gegeben. Das heißt, hab ein bisschen reingehauen, habe hier noch ein paar Handschuhe, die ich gebrauchen kann. Und die nicht. Haben ein bisschen Alu gespielt, 100 Alu sind fertig in der Gilde. Darf ich sogar drin bleiben, ich weiß gerade nicht warum. Ich darf es scheinbar ist ein, bin ich gerade ziemlich gut dabei. Auf jeden Fall Stufe 18 Sammelalbum habe ich hier 9,65%, die Stadtwache ist drin. Und wir werden dann morgen mal hier ein paar Dungeons versuchen. Das würde ich sagen, wir haben leider keinen Spiegel, denn nur mit dem Spiegel kann man, während man Alu macht, noch Dungeons machen, beziehungsweise Arena-Kämpfe, und ich habe hier noch keinen. Server 28, auch noch kein Spiegel, haha, natürlich. Hier erstmal in den Zauberladen, dann wir gucken, was die Hexe so braucht. Die Hexe braucht nämlich Schuhe. Wir haben Schuhe. Rein damit, die hatte ich nämlich schon im Klo reingeschmissen, haha. Leider kein Trank des ewigen Lebens für Pilze. Was haben wir denn hier hinter? Junge, noch mehr Tränke. Noch mehr kleine beschissene Kacktränke. Meine Fresse, weg damit, weg damit. Und ich wurde nicht belohnt dafür, dass ich den ganzen Müll gekauft habe. Ich habe den ganzen Scheiß ausgemistet für den alten Fidget und bekomme nur Scheiße. Waffenladen, Intelligenz.
Ah, Intelligenzglück, nee, nee. Arena-Kampf, halt, stopp, vorher skillen und zwar auch Intelligenz und Ausdauer. Sollte ein bisschen mehr Ausdauer skillen auf jeden Fall. Arena-Kampf gegen den Saldikika, wie auch immer, gewonnen, wunderbar. Sammelalbum ist hier bei 82%. Gehen nochmal auf die Gilde, haben hier einen Kampf, einen Dungeon sogar. Ein Dungeon gegen den blinden Heini. Wir haben den blinden Heini weggeklatscht, wunderbar. Sehr, sehr nice. Kann man nicht melden, weil wir gerade geraidet haben, deswegen gucken wir nochmal auf der Post. Video, ich wollte mal fragen, ob ich vielleicht deine Videos darf. Natürlich, du bist jetzt drin. Frage, der tört. Könntest du auch andere Knöpfe drücken, außer nice oder not nice? Ich weiß, das dauert ewig, bis du alle machst, aber wenigstens zwei oder drei könntest du. Wenn ihr Vorschläge habt, wenn ich andere Knöpfe einfügen soll, wie zum Beispiel, ich weiß nicht was, es muss halt copyright-mäßig passen. Ich kann nicht irgendwie einfügen, irgendwie eine Lead-Stelle, die halt copyright-mäßig gesperrt ist, damit das Video gesperrt von der GEMA, die halt ein Drecksack, ich hasse sie. Dann, wenn ihr Vorschläge habt, schreibt sie in die Kommentare, wie zum Beispiel gay oder so ein Scheiß. Und dann werde ich mir die Knöpfe zulegen. Um, es gibt gerade Störgeräusche wegen meinem Handy, also ich bin auf jeden Fall für solche Sachen offen. Ich habe noch sehr viele Tasten frei, das heißt so 15 Tasten kann ich auch belegen, ist kein Problem. Ich habe zurzeit nur nice, not nice. Moment, wir gehen mal durch. Das haben wir. Nice, not nice. Und ich habe noch YOLO, was ich jetzt nicht spielen werde, weil bei YOLO kann auch copyrightmäßig was passieren. Von dem Lied YOLO von der The Lonely Island, von daher ist das Ganze akzeptabel, dass ich jetzt nicht mache. Aber wenn ihr Vorschläge habt, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ich bin für alles offen, für neue Knöpfe, für so Hot Button. Ich bin ja quasi so wie der, ich würde gerade sagen, Günther Jauch, wie der Stefan Raab. Ich bin fast genauso erfolgreich. So, jetzt kommt hier der Kollege hier. Nein, der Vulkangeist. Der Vulkangeist muss so langsam umfallen. Oder nee, war der? Oder war der? Ne, der Vulkangeist war dran. Wir hatten nur zwei Versuche. Oh, das war knapp. Jetzt aber, jetzt. Nein, er will nicht fallen und ein Video zu 100% in Epic geben, denn er ist ein verfluchtes, großes Stück Scheiße. Wie gesagt, schreibt die Meinungen bzw. Vorschläge in die Kommentare für andere Hot Buttons, nenne ich sie mal. Und das war schon wieder mit Shanks & Fischer. Wenn euch das gefallen hat, bewerten, kommentieren und zu euren Favoriten hinzufügen, wenn ihr richtig geil seid. Ich bin der Lars und ich sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Morgen wieder 15 Uhr. Haust du rein und wir denken natürlich daran, wir sind alle... Nice. Tschüss.